Das sind Robles. Die sehen ja aus wie, wie aus StarCraft. Irgendwelche. Die sehen echt aus wie vom anderen Stern. Oder sowas. Falsches Spiel. Da geht's nicht runter. Das sind auch irgendwie so eigenartige Viecher. Die hatten wir schon vorher auch. So ein bisschen hier mal eine Mob-Veränderung nach diesen ganzen Thermapteranern. Ich finde die überhaupt alle so ja, designtechnisch bis jetzt sehr schön. Die Gegner. Manche Spiele machen die dann immer so extrem hässlich oder da ist ein Boss. Terrolian. Ich sollte natürlich nicht da drin stehen bleiben. Ich wollte gerade gucken, wie der heißt. So, dich. Oh, das war ja schnell platt. Viel zu schnell! Naja, da muss man wahrscheinlich dann auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad spielen. Ah, ich sehe gerade, hier kann man was anklicken. Das heißt, in dieses Tal, da kommt man auch irgendwie. In diesem Tal bin ich gerade. Wo war denn jetzt dieser Stein? Da. Hat nur geblinkert. Abgestimmter Magnetstein. Okay, aber wir gucken uns jetzt erstmal die Ohre da oben mal an. Den oberen Bereich. Ich denke, ich vermute mal, dass wir dann sowieso da wieder runterkommen auf der anderen Seite. Und das war jetzt nur so eine kleine Eskapade. Boah, die werden ja mal riesiger und mutierter hier. Am Anfang hatten wir die ja auch, aber klein. Jetzt werden sie immer größer. Mal gucken, ob es da irgendwelche Specials gibt. Nein, 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 nein. Welchen Sinn hat es, dass die Karte dann am Mausrad hängen bleibt und mitdreht, wenn ich die Maus bewege? Ist ich irgendwie ein bisschen. Oh, da ist jemand. Ein bisschen sinnfrei. Da ist nicht jemand, da sind viele. Elaras Tagebuch. Da steht sie. Mal gucken, was sie erzählt. Hallo Reisende, die gehören zu den Robern. Wir bekommen hier draußen nicht viel Besucher. Nicht bei den Thermapteranern, die hier sich herumtreiben. Wie überlebt ihr hier? Wir versuchen, uns bedeckt zu halten. Wenn etwas Gefährliches zu nahe kommt, machen wir das Lagerfeuer aus und verstecken uns. Wir wollen diesen Ort bald verlassen und du solltest das auch tun. Ich schätze mal, dass wir da noch irgendwie später hingeschickt werden und dann vielleicht erst Quests hier bekommen. Wie geht die Reise voran, Reisende? Es ist eine gefährliche Welt. Das ist sie leider. Normalerweise wären wir jetzt weitergezogen, aber man kann nicht mehr sicher reisen. Zumindest versorgt das Land uns. Unsere Grundbedürfnisse. Also die sind eigentlich gerade in so einer kleinen Warteposition um Carlo. Dies sind gefährliche Zeitenreisende. Die Wege sind nicht mehr so sicher wie früher. Normalerweise würde ich dir gerne einen Platz in unserem Lagerfeuer anbieten, aber du solltest diesen Ort lieber verlassen. Könnt ihr mir etwas über diese Gegend sagen? Wenn du auf dem Weg in Richtung Norden bist, würde ich auf dem Ackerland vorsichtig sein. Es wird von Thermapteranern überrannt. In der Nähe ihres Nestes, wo sich ihre Königin aufhält, ist ihre Anzahl höher. Wenn du ein großes Loch im Boden findest, würde ich einen Bogen darum machen. Danke für die Warnung. Friede sei mit dir auf deinem Wegen, Fremde. Sehr schön. Also man sieht, die sind mir eigentlich schon recht positiv gesonnen. Jetzt gucken wir mal noch ins Tagebuch. Wenn es da so einfach rumliegt, warum dann nicht einen Blick reinwerfen? Hatte wieder den Albtraum. Ich bin in einer alten Gruft, habe nur eine Kerze, um den Weg auszuleuchten. In der Ecke sehe ich ein paar rot glühende Augen. Sie kommen näher, näher. Dann, kurz bevor ich erkennen kann, was durch die Schatten schleicht, ist die Kreatur verschwunden. Ich versuche zu rennen, aber jeder Weg, den ich gehe, endet im Schutt und Steinen. Es gibt kein Entkommen. Ich drehe mich um und sehe wieder die Augen, die mich anstarren. Ich höre ein Lachen, ein Kinderlachen. Dann brennt alles. Ich versuche zu schreien, aber es kommt nichts heraus.
Die Augen starren mich einfach an, während ich mich in den Flammen krümme. Dann wache ich schweißgebadet auf. So geht das schon seit 5 Tagen. Die Albträume werden häufiger und ich bin mir nicht sicher, wie lange ich das noch ertragen kann. Es mag nicht klug sein, aber vielleicht ist es an der Zeit, dass wir von diesem elenden Ort verschwinden. Aber wohin, wenn die überall sind, diese Monster und der Ätherischen und der Kult, die sind ja überall. Ich glaube, da gibt es im Moment gar kein Fleckchen, das sicher ist. Was ist da hinten? Na, da hin. Weil das hier so eine Einbuchtung ist, aber... Nichts, was man... Ah, das ist wahrscheinlich einfach der Weg hinter den Wagen, weil der Wagen selber nicht ein Hindernis darstellt. So, das heißt, wir müssen jetzt immer noch dieses Loch, was ist das? Immer so viel auf einmal. Jetzt machen wir erstmal die da. Und mal gucken, was das hier ist. Eine Sprengstelle. Okay. Ich glaube, wir haben gar kein Dynamit mehr, oder? Ne. Vielleicht sollten wir mal wieder welches herstellen. Jetzt gehen wir wieder ein Stück zurück. Also, jetzt kann ich hier die Mauer kaputt machen, aber die Büsche bewirken, dass ich trotzdem nicht durchkomme. So ähnlich wie da bei meiner Schnitzeljagd. Guck mir das gerade vor. Aber die machen wir dann auch noch bei Gelegenheit. Eigentlich gefällt mir das grüne Portal, also dieses Türkise, fast besser als das pinke Purple-Ding da. Aber ich denke halt, dass das Grüne ist halt das Ätherische. Und deswegen haben wir halt eine andere Farbe da oben. Da müssen wir auch noch hin. Ah, da geht's hier. Aber wenn da sowieso eine Sprengstelle ist. Jetzt gucken wir uns mal das Feld noch fertig an. Dann können wir oben nochmal schauen. Bei den StarCraft-Viechern da. Ah, da kommen die Vogelscheuchen. Die haben wir vorhin schon mal gesehen, ein bisschen. Da haben wir vorhin schon mal hingespickelt, aber nicht hier hinten. Und da waren wir vorhin. In dem kleinen Secret. Okay. Aber irgendwie gefällt mir die Rüstung, die ich gerade anhabe, auch nicht. Das ist so ein alter Felllappen. Da war die andere schon cooler, die ich anhatte. Diese Avatar-Rüstung. Hat mir besser gefallen. Vogelscheuchen sind gar nicht aufgefallen hier auf dem Feld, die Viecher. Alles geht kaputt, nur das verstärkt er nicht. Ja, ist klar, logisch. Fleischverformter Anführer. Also es wäre eine Abkürzung, aber man hat dann halt einen kleinen Dot. Ich finde es schade, dass man hier nicht so durchkommt. Oh, ach, das habe ich doch gar nicht gesehen hier, diese Spur. Da, diese Blutspur von diesem komischen mutierten Viech. Okay, Beholdern. Ein Beholder. Die waren früher immer so richtig von der Sorte... Sehr gefährlich, wenn du gesehen hast, oh, ein Hyperholder kommt, dann in AD&D. Was ist denn das hier? Das ist auch noch so ein kleines Ärgernis. Okay, da oben geht es noch kräftig weiter. Wir suchen ja jetzt eigentlich eher mal dieses Nest jetzt erstmal von der Königin. Das würde ich jetzt gerne mal finden. So, damit die Quest
weiterschreitet. Und ich denke mal, das müsste ja eigentlich hier irgendwo in der Gegend sein. Oh, hier hat sogar ein Teich. Also dafür, dass das hier alles so verdorrt ist, passt der Teich da irgendwie gar nicht so dazwischen, finde ich. Hm. Okay. Gucken wir uns mal noch ein bisschen weiter um. Mutantenkrieger. Mutanten lassen es fallen, also ist es eine Mutanten. Vielleicht haben sie ja sogar auch die, das Equip vom Aussehen. Deswegen hat es dann auch den Namen, den entsprechenden, wenn das was ist. Ist das so ein Schutzschild oder ist das ein Debuff? Dass bestimmte Monster eben auch nur bestimmte Skins droppen und dadurch dann auch der Name stimmt. Das wäre natürlich möglich. Jetzt müssen wir aber doch nochmal zu den Lowern. Gucken, was da hinten noch ist. Seelenscherbe. Ich lasse mich schon wieder ablenken durch spannende Sachen. Und dann funktioniert mein Arschschwamm nicht mehr. Irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass der nicht gezündet hat. So, aber bevor wir jetzt zu weit ab vom Schuss kommen, und wir kommen weit ab vom Schuss. Aha, wir Harpchen. Und lauter ganz viele. Lauter ganz viele. Bestimmt noch ein Boss. Ii, was haben denn die? Die sind irgendwie... Diese... Oh. Versteckte Beute. Die hatten so ein blaues Wubbeln um sich rum. Ah, ein Vault. Ui, der Arme. Wir sind entkommen. Ich konnte es damals nicht glauben, aber wir sind den ätherischen Bastarden entwischt. Sie werden nie auf die Idee kommen, hier in der Wildnis zu suchen. Hier gibt es nichts als Bäume und Felsen. Bestimmt nichts für ihresgleichen. Ich bin schon vorausgegangen und habe ein Lager aufgeschlagen, während ein paar der Jungs fortgegangen sind, um Beeren und Feuerholz zu holen. Sie sollten bald zurückkehren. Ist vielleicht nicht viel, aber ich denke, wir können diesen Ort zu einer zweiten Heimat machen. Verdammt, sogar die Vögel müssen Gefallen daran finden. Manchmal sehe ich ein paar von ihnen am Himmel kreisen. Vögel ist gut. Keine Vögel. Harpchen. Hat ihnen nicht viel genützt. Es tut mir immer so leid. Wenn die sich dann schon gefreut haben, dass sie safe sind. Und dann sowas. Dann wurden sie doch überfallen. Halt nicht von den Ätherischen, sondern von den Harpien. Aber ich meine, hier oben sieht man doch die Nester. Da hätten sie noch drauf kommen können, dass das etwas arg große Vögel sind. Oder haben die gar nicht nach oben geguckt? Ist echt selber schuld. Das war dann doch keine Rettung. Und da geht es nicht weiter, nein. Dann gucken wir jetzt mal hier oben noch, hier drüben. Da ist auch was. Ich kann es nämlich nicht erzählen, dass das nur vielleicht dann die Sprengstelle. Gibt es eigentlich diese Ingenieuse da? Die gibt es, glaube ich, nur im Gefängnis. Die gibt es gar nicht hier, oder? In diesem Gebiet. Muss man halt mal gucken. Das Homestead ist ja so riesig. Vielleicht habe ich das noch übersehen. Es gibt so viele verwinkelte Stellen. Ja, jetzt habe ich wieder so diesen Schein um mich rum. Irgendwas sein, was ich anhab jetzt neu, glaube ich. Oder machen das die Typen da?
Oh, das sieht aber auch sehr vertrocknet aus. Ja, da brauche ich wieder Dynamit. Um da weiterzukommen. Das muss ich erstmal kreieren. Dann wird es hier aufgesprengt. Und dann ein Stück. Nicht genügend Dynamit. Anscheinend ist der Eingang zu dieser Höhle eingestürzt. Du kannst den Weg mit Sprengstoff freimachen. Die alten verlassenen Minen rund um Old Arcovia sind wahrscheinlich der beste Ort, um ihn zu finden. Also gratis wäre natürlich Old Arcovia, der Dynamit, das Dynamit zu finden. Oder ich crafte mir welches. Aber ich glaube, ich werde mir das vielleicht auch offscreen, also auf, nicht außerhalb des Let's Plays, werde ich vielleicht die Minen nochmal bisschen abfarmen. Ich tue immer ungern Ressourcen verbrauchen für sowas, was man dann vielleicht auch so finden kann. Wenn das jetzt gar nicht ginge, wenn es wirklich nur craftbar wäre, würde ich es natürlich machen. Aber so. Wieso laufe ich jetzt eigentlich hier hinten? Genau, dann gibt es hier nämlich noch sozusagen das Secret-Gebiet, das wir freisprengen können. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier... Ich glaube, ich gehe mal da hoch. Erstmal diese Seite jetzt. Weil das vom Questgeber sozusagen noch am nächsten ist. Und ich ja immer noch dieses Loch suche, wo die Königin haust. Mit ihren Großvezieren. Klingt ja sehr. Edel. Dafür, dass es nur so komische Insekten sind. Dass sie da nur so tolle Titel haben. Aber vielleicht hat er das ja nur so genannt, weil er einen Vergleich brauchte. Blinkerts. Oder sah so aus. Ja, da sind wir richtig. Was ist da? Das heißt, hier kommt man irgendwo durch. Na? Rucksack. Dankeschön. Die haben da auch Buch gesucht. Aber war nix. Jetzt mit X. War wohl nix. Hier geht's nicht. Oh Gott, die armen Kühe. Aber da frage ich mich jetzt, was haben die Ätherischen davon? Ja, hier diese Kühe hier so abzumurkseln. Danke, dass du das für mich machst. Dann muss ich nicht in die Suppe. Höchstens, damit halt die Anwohner nichts mehr haben zum Essen. Das kann natürlich sein. Um sie unter Druck zu setzen. Zu sagen, ja, kommt mal zu uns. Wenn ihr zu uns kommt, dann geht's euch gut. Und wenn ihr nicht zu uns kommt, dann werdet ihr einfach hier krepieren. Selber schuld. Wahrscheinlich ist das dann die Intention. Dieses Wumm, das ist immer so laut gegen die anderen Sachen. Ist wahrscheinlich absichtlich, dass man so, so einen kurzen Effekt hat. So, hier sind jetzt mehr also so Weiden, also keine Äcker mehr, also so mit Kürbissen und Korn, sondern Weideland. Aber da kommen wieder Kürbisse. Noch da hoch. Da ist noch eine. Die sehen auch so super aus. Muss mal runterscrollen. Eigentlich müsste man dann so spielen, dass man die so richtig schön sieht. Grafisch ist das ja alles so detailreich. Bloß habe ich dann nicht mehr halt so einen guten Überblick. Von dem her kann halt einfach so besser spielen. Bisschen
Schrebergartengebiet. So sieht's fast aus. Nicht wieder weglocken lassen. Wir machen hier alles schön der Reihe nach. Aber die wollen schnell sterben, ne? Rechtzeitig. Boah, so viel Felder. Ah, das ist ja ein Riesenackerland. Was ist da? Nee. Ehrlich, so langsam zweifle ich an mir. Aber das war jetzt wirklich der falsche Durchgang. Weil irgendwie diese ganzen Büsche was gegen mich haben. Oh, das ist einfach nicht in die Suppe. Die kommen doch alle zu dir, Boss. Nicht hinlaufen. Die sehen ja aus. Hier, Beherrscher. Das ist doch jetzt was Neues, oder? Sowas haben wir glaube ich noch nicht. Gehe ich lieber außen rum, aber hier brennt was. Doof. Wo sind wir denn jetzt? Also da oben geht es auch noch weiter. Krass, ich dachte jetzt, dass ich diesen Bau schneller finde. Diesen Insektenbau. Aber da sind auch die Ätheren schon kräftig zugange hier. Beziehungsweise denen ihre umfunktionierten Frontschweine. Sag ich jetzt mal. So Kanonenfutter. Mutierte. Oh, Level 36. Ein Boss. Darlax, Verschlinger der Träume. Stirb. Oh nein, bitte nicht. Nicht. Kein Standbild bitte, wenn ich gegen einen Boss kämpfe. Das wäre nett. Mein Pet hat sich jetzt verabschiedet. Ich laufe jetzt einfach mal querbeet. Aber dann habe ich wieder die. Dann besteht wieder die Gefahr, dass man irgendwas Wichtiges übersieht, gell? Einer. Der Martos. Martos Everbrooks Testament. Oh, versteckter Reichtum. Ein Questfortschritt. Suche den versteckten Schatz. Oh, das ist sogar eine richtig große Karte. Das ist das Testament und die letzte Anordnung des verstorbenen Martos Anthony Everbrook. Den zweiten. Meine Tochter, der allerliebsten Lizzie, hinterlasse ich den Bauernhof und dessen umliegenden Obstplantagen. Lass das Land, das unsere Familie seit Generationen mit Ernte gesegnet hat, für dich und deine Kinder weiterhin ertragreich sein. Und jetzt zu meinen dickköpfigen Söhnen Edric und Anthony. Ihr habt meine verbleibenden Jahre mit euren endlosen Streitereien wegen der Erbschaft vermiest. Euch hinterlasse ich nichts außer diesen Worten. Nett. Meine Knechte haben das Gold irgendwo auf den Everbrook-Land vergraben. Ihr habt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Kommt mit euren armseligen Leben voran und beginnt mit Knochenarbeit einen Neuanfang, so wie es euer Urgroßvater vor euch tat, oder verschwendet eure Suche nach dem, was ihr nicht verdient. Ich vertraue darauf, dass ihr die richtige Entscheidung treffen werdet. Entlang der Unterseite ist eine kaum erkennbare Notiz, die eine andere Handschrift aufweist.
in den Hügel oben an der Straße von Thornsbury. Bringt Sprengstoff mit. Aha, das heißt... Das müsste da sein, wo wir vorhin schon waren. Da hinten. Könnte ich mir vorstellen. Wo wir vorhin unsere Sprengstelle hatten. Da ist noch ein bisschen schwarz. Das decken wir gerade mal auf. Und ja, diese Sprengstelle hier meine ich. Die, von der ist wahrscheinlich die Rede.